Ja, auch hier wird nicht Ja, du musst auf Party gehen und dann oben der Thekchen reinmachen. Oh ja, echt. Oh Gott, das war gestern noch zu lang. Bowman, ah, ich hab noch ein bisschen Fähigkeiten. Ich hab jetzt keine Mission weiter gemacht, so. Sondern nur Fähigkeiten erstmal umfammelt. So, Montix, ich hab dich auch in meine Freusiste reingepackt. Jetzt hab ich, gestern hab ich das vergessen. Oh, das ist immer schon. So, machen. So, dahin. Einsatz gescheitert. Erdo ist 300 Meter von mir entfernt. Ach, du bist da oben. Sie gehen rein, sammeln Infos über Okoros Produktionsstätten und was für eine Mission machen wir denn? Ja, machen wir mal. Weiter, wo wir aufgehört haben, das Casino, ne? Haben wir das andere schon fertig gemacht? Ja, ne? Sie hat wohl neue Infos zu El Emissario. Moment, schickt uns. Das hatten wir alle. Video verfügbar. Der Erdo noch mit mir durch. Das hatte ich mit dir noch fertig gemacht gehabt. Warte mal, ich guck gerade das Video. Sie alle kennen El Chacho, den ranghöchsten Bolivianer im Santa Blanca Kartell und Kopf der Kokainproduktion. Seinen Enkel aber eher nicht. Gonzalo Jana, alias El Emissario, der Botschafter. Chacho hat Emissario alles beigebracht. Wie man das weltbeste Polvo herstellt, wie man die Beziehungen mit Einheimischen pflegt und vor allem, wie man seinen Santa Blanca-Herrschern dient. Emissario sieht zu Chacho auf. Er würde alles tun, um ihn stolz zu machen. Was El Emissario zum perfekten Ziel macht. Seine größte Furcht ist die, seinem Großvater Schande zu machen. Wenn wir ihm in Okoro ins Handwerk pushen, kommt er zurück, um es wieder zu richten. Dann schnappen wir ihn. Mit etwas Glück erzählt er uns alles, was wir über den lieben Opa wissen müssen. Vergessen und deswegen bin ich nie gefasst worden. Alles klar, El Emissario. Ich hole dich hier mit ab, dann könnt ihr euch das Waffenteil holen. Das ist ein Zielfernrohr. Hier ist Lydia Flores. Wenn ihr eine Buchona seid, wie ich, werdet ihr immer herrlich. Da drinnen war ein Ausrufzeichen, also in die Basis muss ich nochmal. Ja, da fliege ich doch rein. Ach so. Oh, na gut, jetzt bin ich auf dem Weg. Ich dachte, du wolltest uns abgelegen absetzen, weil hier noch Feinde sind. Setze Drohne ab. Die Drohne ist oben. Ja, genau. Hier ist eine Waffenkiste. Mit montierter Waffe. Was? Wo denn? Macht euch mit Bowmans Briefing über Santa Blancas Koks-Produktionspipeline vertraut. Oben stehen El Giorgio und La Gringa. Ach, da drin. Erst war er Cocalero, jetzt ist er Produzent. Gringa ist wohl eigentlich eine Chemikerin. Wollt ihr schon immer haben? Kann ich die für meine Waffe nehmen? Ah, ja, kann ich. Habt ihr die G36C schon? Ubisoft Club? Du? Ja. Habt ihr was? Geil. Kann ich eigentlich nur empfehlen. G36. Wie kommt man denn hier in Network rein, dass man die ganzen Network-Sachen alle kriegt? Weil die sind alle noch gesperrt bei mir. Ja, Ubisoft Club. Und da hast du ein paar Sachen, die du kannst. Video verfügbar, okay. Hä?
Hier ist noch ein Waffenteil, wo sind wir denn? Wurde mitten im bolivianischen Kopf. Ach hier, kurz auf der Kante. Mutter trug ihn auf dem Rücken, bis er selbst. Habe ich ja noch ja nicht. Jahrzehnte pflückte Jajo Blätter. War nur. Oh, hier kommt jetzt ein Fahrzeug von der Unidad gleich vorbei. Blutige Füße. War nur im nördlichen Bereich. Entzog er die Alkaloide, um Kokain zu machen. Für Jajo war das Coca-Blatt eine 8000 Jahre alte Tradition, eine Medizin, eine Kultur. Hat hier schon in der Stadt? Das ist nämlich nur eine Kingslayer-Datei. Natürlich waren die Amerikaner Informationslager und ein Leutnant. Sie nannten es Plan Dignidad. Und ein Mörser-Upgrade. Jajo war zwar nur ein Bauer und Cocalero, aber seine Welt lag in Trümmern. Da ihm die Alternativen fehlten, war er gezwungen, seinen geleisteten Schwur zu brechen. Er musste Kokain herstellen. Anstatt die Kokainherstellung zu beenden... Wart ihr schon in der Stadt? Ansonsten fahre ich mal kurz hin, erledige schnell. Der größten Kokainhersteller aller Zeiten. Da war ich schon. So. Zu fahren? Kriegt ihr eigentlich, bekommt ihr eigentlich auch diese Videos, die ihr euch angucken könnt? Ja. Okay. Peter, das also ich hab bis jetzt noch nichts bekommen. Ihr seid immer so schnell, aber wir müssen mal, was machen wir denn jetzt eigentlich überhaupt? Kurz in die Stadt fahren, die Kingslayer-Datei holen und die Informationen. Also da die Information da unten, okay. Gegner. Müssen wir gucken. Ey, wir rennen hier wirklich durch wie was weiß ich nie, was. Ein paar Sachen können wir das ja machen. Guck mal, irgendwas ist hier auch noch drin. Alter, what the fuck? Schalten wir den Heli aus, Alter. Nehmen meinen Satz aufgespürt. Alles klar. Krass, Alter. Was denn? Der Heli aushält. Was hat schon hier gemacht? Jo, ich hab's gerade aktiviert. Ah, okay, jetzt müssen wir das Ding beschützen, ne? Genau. Alles klar. Ich sage nein! Dürfte ja kein Problem sein. Upgrade. Von einer vernünftigen Position hier irgendwie, ne? Beide von der Straße sind tot. Okay, von hinten kommt einer mit dem Auto. Eine Minute 30 noch. Ja, rastet aus. Der Sender pfeift aus dem letzten Loch. Aber wenn wir aushalten sollen, ne? Ach, hier ist der! Ich wollte schon sagen, wer schießt denn hier? Der steht hier direkt um die Ecke an dem Sender, ey, und ballert da voll drauf. Da ist er. Kann mich mal jemand wiederholen? Da war ein Auto, was mich panisch. Wo bist du denn? Hat. Ich das ist der natürlich. Ja, ich hol dich. Oder der Erdo macht schon. Ah ja, jetzt kann ich ja genau sehen, von wo die Feinde kommen. Ah, also oben auf dem Hügel kommt einer lang. Da ist er. Oh, dass der da bei uns steht, das sehe ich nicht.
Wo ist der? Fuck. Wir dürfen uns nicht immer das Signal stören. Hinter dir ist einer am Sender. Ja. Alle auf der Straße. Scheiße. Wir müssen gucken. Einer muss die Straße da unten in Obacht halten, einer da oben den Berg. Und einer. Brauchen auf jeden Fall am besten Fahrzeug mit einem Geschütz, Alter. Ja, und dann nehmen wir den aber am Sender. Der dann auf der Straße. Unten. Alter, der ist schnell, ne? Ja, du musst nur unten die Straße im Obacht halten. Ich sehe das ja oben. Machen wir diese Nebenmission, holen uns da diese Informationen und dann machen wir die Mission Casino, ne? Würde ich sagen. Das ist ja, glaube ich, die einzige Mission. Kann ich starten? Im Moment noch frei ist. Der ist noch bei mir am Laden. Achso. Wenn es Geld und Mühen für die Armen aufwendet, die es nötig haben? Natürlich nicht. Haben wir aber kein Fahrzeug mit Geschütz, ne? Ja, egal, einer guckt hier so ein bisschen an der Straße entlang. Ich guck hier oben am Berg. Der eine guckt da runter. Also das ist. Wir können das schaffen. Wir geben Arbeitskraft tot. Und Santa Blanca gibt sie an Bolivien zurück. Sauber, seid ihr okay? Aktiviert. Soll ich? Mach. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Wir haben sie aufgeschwächt von denen. Hola, Gente. Ihr müsst wissen, dass die Dinge in Bolivien. Oh, ich hab den Berg hier oben. Er ist tot. Solange wir leben, können wir unser Land und unsere Freiheit zurückerobern. Nuestra Patria! Wir müssen uns nur erheben gegen Santa Blanca und ihre Drogen, ihre Gewalt und ihre blasphemische Religion. Dann oh, was? Die stehen auf einmal neben mir? Was soll die Scheiße denn? Alter, was? Alter, super. Danke. Ich wollte gerade sagen, der stand hier einer am Sender, aber ich habe auf, warum hätte ich mein Headset jetzt auf Mute gehabt? So, rede und rede und rede. Könnt ihr mich auch nicht hören. Ah, guck mal, jetzt haben wir Unterstützung von Rebellen. Sehr gut. Einmal erst. Wie kann man denn Unterstützung von Rebellen holen? Oben die Taste. Obwohl, welche? Eine gute Idee. Ja, so welche? Verstärkung, Scheiße, habe ich nicht drin. Welche Taste? RB. Kannst du nach unten wo ist der denn? Verstärkung rufen. Verbreitet Angst in unserem großartigen Land. Aber wir erkennen die Lügen und wir fürchten uns nicht. War geschafft? Hey, noch 14 Sekunden. Scheiße, ich Muni. Botschaft geschafft. Jawohl. Die Rebellen Santa Blanca zeigen. Alter. Ah, alles klar. Ablenkung. Ein Mörserbeschuss anfordern. What the fuck? Ja, dann passiert das hier. Ja, ich weiß. Oh,
Wir brauchen erstmal ein Auto, damit wir uns direkt verpissen können. Ups. Das war nicht meine Schuld, das waren die Rebellen. Läuft, ey, geht richtig ab. Ich steig ein. Welche? Ach da. Weißt du, ja, da ist gerade ein Unidad. Ja, ja. Wo ist denn jetzt die Datei? Wo war die? Die war... Da ist die Datei. Jetzt links gemacht. Scheiße, diese Helis. Sind schon rausgesprungen. Ja, ich gehe meins aus und... Oh nee, der ist zu brutal, der Heli. Guck mal, ob man hier irgendwas an Nachschub schicken kann. Nee, hier nicht. Wir wissen von einer Kokainfabrik hier in Okoro. Und zwar in einem umgebauten Schlachthaus. Worauf warten wir dann? Machen wir den Laden platt. Es gibt ein Problem. Was machen wir? Machen wir vier Ende Auga Verde? Oder machen wir Okoro? Okoro oder wie das da wie der heißt? Ja, ist relativ. Hier ist die Position eines Kartellsenders. Richte ich mich nach euch. Der Leutnant will abhauen. Heli hier runtergekommen. Wo ist dein scheiß Dokument? Hier ist der scheiß Rechner. Hä? Alter, ist die Map riesig. Sagen wir mal ein Casino, oder? Warte mal, so, wo denn? Hab ich schon aufgehoben, Euro. Habt ihr hier schon die Datei? Die habe ich gerade eingesammelt. Ach, Story-Einsatz hier oder was? Ach, die ist oben. What? Ach, wo bin ich denn abgeschossen? Dick. Oh, hier ist ein Unidad-Soldat. Na, wunderbar. Ja, ich würde mal sagen, dieser Story-Einsatz da oben, dieser La Yuri und El Polito. Den die haben wir doch schon fertig. Ja, aber bei mir ist doch so ein Kreuz. Einsatz? Ach, du hast Einsatz? Die letzte Mission noch gar nicht gemacht, ne? Nee. Einsatz 5 von 6, La Yuri und El Polito. Machen wir das nochmal eben. Naja. Muss ich noch aber machen. Diesmal werfen wir keine Granaten. Wir wissen, wo Judy und Polito sind. Diese kranken Schweine sollen dafür büßen, was sie Sandoval angetan haben. Töten sie die beiden, egal wie. Naja, hat die wahrscheinlich schon gemacht, ne? Die Mission. Ey, ich hab heute eine E-Mail gekriegt gehabt von Ubisoft, ne, wegen Wildlands. Ja. Von wegen dem Season Pass, ne? Ey, weißt du, was der Season Pass kosten soll? Wie viel denn? 39,99. Ja, was meinst du, warum das 100 Euro kostet? Deswegen warte ich ja, bis ein Angebot bei Schilmo kommt. Ist der Season Pass billiger?
Das Geile ist, der kostet 39 Euro und da sind zwei Erweiterungen da drin. Zwei. Ja, einmal Nagel Road. Genau, und, das, wo du diese Rennen fährst, diesem Gangrennen, wo Fall, du dann... Fall Ghost oder sowas? Fallen Ghosts, ja, ja. Fall, ja, ja. Ja, bei Battlefield zahlst du, glaube ich, 50 Euro für den Season Pass, hast aber vier Erweiterungen. Ja. Das Narco Road ist cool. Kannst du die Autos da, Rennwagen fertig machen. So wie zurzeit die Vehicle-Steuerung hier ist, oh, muss das nicht sein. Wir kommen nicht klar mit den Dingen. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Von der anderen New York halt die perfekt. So. Und? Was? Saft, der Eistee geht. Oh, scheiße. Der Saft. Nee, Multi. Jagen die uns, Alter. Ja, klar. Nehmen bleiben würde, Alter, der wird uns gleich voll reinfahren. Nee, das ist so ein Typ, der Emotionen hat. Den müssen wir einschüchtern. Woher will der jetzt eigentlich wissen, wo wir langfahren? Ausgefahren, ne? Jo. Mhm. Ja, scheiße zusammen hier, ne? Jetzt ein bisschen häuferig werden. Das ist ein Allrad, sagt er. Das würde kein Auto schaffen, Alter. Aus Bolivien. Touchdown. Wie nenne ich die Folge? Offroad durch die Wildnis? Scheiße, ich habe gar keine Waffen in der Hand. Oh nein. Ja, die erste Folge wurde gestern hochgeladen, die zweite Folge lädt gerade hoch bei YouTube. Bam. Bam. Komm her hier, komm. Alter, komm her, komm her hier. Komm her, Alter, was guckst du so? Na, komm her. Oh, Achtung, MG. Ne, jetzt ist keiner dran. Oh doch. Meine Fresse, stirb du fette Sau, Alter. Darf der nicht sterben da hinten? Doch. Müssen wir töten. Ach, die müssen ja töten, okay. Ich werde euch langsam verbluten lassen. Ja, mach ihn weg. Sind ausgeschaltet. Oh, stimmt, getötet! La Yuri und El Polito, Erfolg freigeschaltet. Schlag den Boss. Sie haben ihren ersten Boss besiegt. Yubi-Coins gekriegt. Und jetzt kannst du die G6 gleich kaufen. Was kann ich? Die G36 kaufen. Ja, geil. Ich glaube, die kostet 30 Ubisoft. Video verfügbar, dann wollen wir mal. Echt? 30 kostet die? Da komme ich ja, mir. Ubisoft. Struktur wurde angegriffen. Ich frage.
Mysterio der Sache gewachsen war. Oder ob ihn die sozialen Medien zu sehr ablenkten. Bist du zu beschäftigt mit Internet-Muschis, um deinen Job zu machen? Oder sind Muschis dein Job? 40? Oh, scheiße, sorry. Er ist mein Bruder, Svenjo. Aber müsst du doch haben. Das ist ja bestimmt schon vor Erfolge. Verstand, nur zu gut. Er hängte sich rein. Wer immer dahinter steckt, weiß, dass wir ihn finden werden. Weiß, dass wir für jeden Tote von uns 10 Zivilisten umbringen. Unschuldige gibt es für mich nicht. Der kleine Pendejo wusste nicht, welchen Schaden er verursacht hatte. Ja, das wusste er nicht. Boah, aber ohne Scheiß, ey, die Story, die ist richtig geil gemacht worden. Da merkst du auf jeden Fall, dass da zwei Hollywood-Autoren dahinter stecken. Wusstest du, dass Farid Bang und Casey Rebel, Alter, hier eine Stimme haben? Echt? Wen denn? Wen synchronisieren die denn? Weiß ich gar nicht. Aber das war irgendwo klar, ne? Ich meine, Kollege haben sie ja für Battlefield Hardline angeordert. Ich weiß, dass Juri und Polito pervers sind und dass wir Sandoval rächen. Aber machen wir es sauber und ordentlich. Rache ist nie sauber und ordentlich. Was sagt man über Rache als eine Speise? Aber ohne Witz, ne? Ich glaube, Farid Bang und Casey Rebel, wenn die hier irgendeine Stimme haben, die würdest du, glaube ich, direkt erkennen. Oder was meinst du? Ghost Whitelands. Mit Farid Bang und Casey Rebel als Synchronsprecher. Na, mal sehen, wen sprechen die denn? Ach, der holt euch her, ich hole dir die Waffen erst später. Ich frage mich sowieso, wo man... Okay, Fertigkeiten. Batterie erstmal auffüllen und die Reichweite. Ah, kann ich nicht. Warte mal, was kann ich denn noch mit einem Punkt holen? Weil noch kann ich einen Punkt ausgeben. Okay, dann muss ich warten. Au, Ausrüstung für die Sniper. Yay. Oder? Ach nee, eine neue Waffe. Aber keine Sniper, oder? Nee. Casey Rebel und Farid Bang haben zu Ghost Recon Wildlands ein Musikvideo produziert. Und ich scheine überzeugt davon zu sein. Er ist doch Werbung, weißt du doch. AK-47? Okay. Yeah, jetzt gehen wir Bitches knallen. Oh, scheiße, wir machen doch Übertragung. Ach, wat? Hau rein. Ich hab meine Übertragung. Egal. Nee, du kannst bei Twitch die Übertragung einstellen, ne? Ob die jeder sehen kann oder erst ab 18. Und ich hab ab 18 gemacht, weil ich spiele ja eh solche Dings. Also ist halt nicht schlimm. Hier korrekt, keine Kinder am Start. Jawohl. Kann man die nicht ändern? Nein, das sind die Bosswaffen. Ach so. Aber die AK-47 kann man ändern, die andere. Warte mal, ist die besser denn als die eine? Ja, die hat mehr Handhabbarkeit, aber die Präzision ist halt nicht mies. Ey, dann nehme ich die Bosswaffe als Zweitwaffe, ist egal. Nimm mit dir Euro. Sagen. Eben. Der erste Mission haben. Oh. Ich bin gerade am gucken. Ich muss ja meinen Chat aktivieren hier. Von Twitch. Wenn er gar nicht schreibt. Wie denn da abgeht oder was der von mir will? Ich benehme mich mal wie so ein Assi heute in der Party, ne? Hey,
Stimmt. Hast du dir schon mal ein Video von Pietsmeet angeguckt? Die sind da total auch am Rülpsen und so, das ist so scheißegal. Das kannst du ruhig machen. Sie wirf sie ins Meer, vergrab sie unter einem Fels am Meeresboden. Werd den Scheiß einfach los. Und weh, du siehst nach, dass du drauf bist. Musst du hoch? Ja, ich bin dabei, warte. Ich komm hoch. Geht's denn hier raus? Ach, da. Warte mal, jetzt habe ich 6 von 6 Einsätze. Was jetzt? Ah, abgeschlossen. Jetzt kommt das nächste Gebiet. Wir fliegen, da fliegen wir jetzt hin. Nee, du setzt dich am besten auf der anderen Seite. Guck mal, ich laufe mit dem Helikopter nach vorne, Schritt für Schritt. Ach, guck mal, das Gebiet haben wir komplett... Das Gebiet haben wir komplett fertig hier, ne? Mit den Aufrüstungsdaten und den Dings, ne? Ja, also mir fehlt noch eine Waffenkiste und. Ja, gut, die blauen Sachen. Ja. Wir laufen heute mal. Stück für Stück. Ernsthaft, oder was? Ernsthaft? Links, rechts. Ey, wir sind schon weit gekommen. Immerhin. Ey, komm, das wird doch ein. Haben wir Zuschauer gerade? Das wäre doch funny hier. Ja, ja, wir haben wir welche? Ja, zwei Stück. Oder beziehungsweise mehr noch, je nachdem, wie viele hier angezeigt werden. Auf jeden Fall sehen das welche. ja, fliegen wir ins nächste Gebiet. Ich bin mal gespannt, ne? Alter Schwede. Flieg mal gleich hoch genug, Alter. Ich will einen Fallschirmsprung machen. Also, das nächste. Oha. Was nehmen wir denn jetzt für ein Gebiet? Nehmen wir hier das von PND Agua Verde oder von Oko? Ja, das nehmen. Das erste. Okay, alles klar. Gibt's da einen Hubschrauber? Obwohl, ich kann drinnen bleiben. Ich habe hier alles schon. Weil ich auf euch gewartet habe. Da hatte ich Langeweile und sammle mal alles ein. Na, die Mission wollte ich nicht machen. Soll ich ihn wieder auffangen? Wo ist denn der? Ja, das Gute ist, ich spiele ja erst dann weiter, wenn ich mit euch spiele, weil ich ja hier den Stream halt mache, ne? Das heißt, wenn ihr schon vorarbeitet, dann müssen wir das halt nochmal neu machen. Aber... Ich sag mal so, wie gesagt, das tut euch auch gut, weil jedes Mal, wenn ihr es normal macht, dann levelt ihr ja weiter auf, also kriegt ihr weiter Punkte. Ach so? Hab ich jetzt Punkte bekommen? Weiß ich gar nicht. Ja, du kannst die Mission immer. Ich habe ein Scharfschützengewehr. Mal wieder machen. Warte mal. Waffe wechseln. So. Deswegen, also. So, ich sehe einen da unten. Sind zwei. Warte mal. Da sind zwei, da ist einer. Da kommt auch einer. Ich nehme den hier. Oder ich kann gar nicht ihn simultan machen. Ah, scheiße, der geht ins Haus rein. Ich meine, ich kann dir direkt den General töten, wenn du ein bisschen weiter fliegst, weil der ist gerade hinter einem Baum. Den General, den müssen wir, glaube ich, verhören. Ja, dann Vorsicht, dann flieg nicht so über das Ding. Ey, es sind zwei große. Die mit einer Lampe. Zwei Stück. Lampen, ach, ihr wisst, ihr könnt alle Lampen hier kaputt schießen. Ja, nein, da haben welche Soldaten haben da Lampen über den Kopf. Das sind die Generäle hier etwas größer. Warte mal, ich versuch den da unten. Einen habe ich. Ja, aber ich meine mal so, ihr könnt Scheinwerfer zerstören, Hauswandlampen, Laternen. Ja, man ja. Kann eine, das ist komplett zerstörbare. Das ist total geil. Komplett zerstörbare Welt hier. Das ist ja das Geile. War immer schon. Also Ghost Recon. Hinterher ohne ohne zerstörbare Sachen. Das Scheiße. Geht eigentlich gar nicht. Was machst du? Kriegst du die da im Turm?
Er rockt die Hütte gerade. Die rennen alle zu ihm. Ich versuch die... Warte mal, halt mal ruhig bitte. Einmal kurz. Leutnant, der will abhauen. Okay, einen habe ich fast. Nicht ganz. Ein Leutnant will abhauen. Oh. Ich hab ihn. Hoch! Ich werd abgeschossen. Okay. Feindverstärkung im Anmarsch. Sehr gut. Infos entdeckt. Dann mussten wir die doch nicht verhören. Der wollte abhauen, den habe ich aber dann schon verhört. Weil ich wegrenne, habe ich mir den gepackt, den Wichser. Ach so, alles klar. Wir haben eine Spur von Karsitas Helfer. Bowman meint, ihn auszuschalten, hilft Karsita lahmzulegen. Los geht's. Neuer Einsatz. Machen wir erstmal die ganzen Daten hier alle, bevor wir die Hauptmission weitermachen? Daten meinst du? Ja, ist egal. Ja, diese Aufklärungsdaten hier. Wichtige Aufklärungsdaten. Weil das wäre hier der nächste. Ich hätte jetzt gesagt, ja, wir gehen hoch zu der Mission. Ja, können wir. Also wir können die Mission machen. Wir können aber auch die Aufklärungsdaten weitermachen. Weil wir holen ja eh alles. Von daher ist das ja egal, was wir machen. Was wir zuerst machen, sozusagen. Ich brauche unbedingt ein neues Zielfernrohr für meine Sniper. Die ist zwar nicht schlecht, aber das Zielfernrohr ist... Ups. Zielfernrohr, ich meine, die Sniper ist nicht schlecht, aber die hat nur ein Zielfernrohr von... gefüllten 2 Metern. Eine Zieloptik, die... Boah. Ey, Benni, soll viermal, also viermal ist für einen Sniper scheiße. Ja, was denn? Der Kenny, der hat mir heute Morgen geschrieben, ne, dass er sich... Ich hab dir doch von diesem Shooter erzählt gehabt, der aus dem Ersten Weltkrieg handeln soll, ne? Hier, Vendem oder wie das heißt? Ja. Da hat er mir heute Morgen geschrieben gehabt, dass er sich das gekauft hat und vorbestellt hat. Okay. Er denkt bestimmt, dass ich... Punkt? Eine Aufklärung. Dass du dir das holst, oder was? Der denkt bestimmt dann, wenn er mir das gesagt hat, ja, dass ich dem Geld dazu gebe. Ach so. Ja, genau. Neuer Einsatz. Den hier. Ah, da ist einer. Aus, dann kann ich hier landen. Ja, dreh mal nach rechts rum. Da ist ein feindlicher Heli in der Luft, ne? Ah, ein bisschen zurück. Ich komme nicht weiter nach unten. Oh, wieso wird denn die Drohne gestört, Alter? Tango Nummer 3. Ja, du musst ein bisschen weiter weg. Also ein bisschen weiter nach rechts fliegen. Weil ich komme nicht mehr weiter runter mit der Knarre. Erfolg. So, jetzt stehen bleiben. Hab ihn. Könnte ja mal eine Luftunterstützung sein. Oder sollen wir zusammen reinlaufen? Boah, mir ist relativ. Hey, warum ist meine Sicht so weit weg? Alter. Wir schießen beide auf den und wir kriegen den einfach nicht, er ist zu kotzen. Mama, ne? Naja, die wissen, dass irgendwas los ist. Ich versteck mich mal so ein bisschen hier. Ey, ich treff den Wichser auch nicht, ne? Das Gute ist, dass der da oben ist, dass der da unten die Leute nicht aufschreckt. Warte mal. Ich sehe ihn.
ja. Okay, der steht irgendwo hinter. Ich sehe ihn nicht. Egal, ich versuche mir die Aufklärungsdaten zu holen. Ey, die haben Störsender, die Wichser. Ja klar, haben die Störsender. Ja, das wird im nächsten Gebiet auch noch mal richtig schwer werden. Da kommt Mörser, Flugabwehr, oh. Störer, alles. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ein Gouverneur aus Argentinien besucht das Resort, um eine Nummer zu schieben. Besorgen wir ein Video, wie sie aufeinander rumspringen und... Ich rede, okay? Ganz ruhig! Wir haben einen Kartellkiller aufgespürt. Sorgen wir dafür, dass er etwas zu erzählen hat. Markiere einen Tango, Zivilist in der Nähe. Ach, er hat schon hier den verhört, okay. Hin. Ist da was, Montix? Feind. Das ist ein zweiter Tango. Jetzt nicht mehr. Ob es sich lohnt, da reinzukommen? Also, ob es da noch was ist? Wirklich. Okay. Ich war nur killgeil. Wo ist denn hier... Die Seite wechseln. Setze Drohne ein. RB. Ist das... Meine Drohne wird gestört. Ah, okay. So, und jetzt? Mission? Oder hier, erst das Waffenteil. Lass uns ein Waffenteil holen, weil ich brauche gucken, ob das da ein Zoom drin ist, weil ich brauche unbedingt einen besseren Zoom für meinen Sniper. Gut. Gut, ich mal das Teil. Ich mal den. Jo! Alter, was macht ihr denn da bitte? Ich wollte mir den Heli mal von unten angucken, der sah so beschädigt aus. Ja, das hab ich jetzt gesehen. Benni, komm. Ach, oh, ich werd hier voll mitgenommen. Du Scheiße. Alter. Steig rein. Alter, ich bin gleich tot. Scheiße. Mann, wir sind richtige Ghosts, Alter. Ja, dahinter ist ein Wagen gefahren, die mich da voll abgeschossen haben. Das ist so krass. Ach, das ist ein LKW. Aua, hast du schon was... Hast du schon das Waffenteil dir geholt, oder was? Scheiße nochmal! Ja, echt mal, scheiße nochmal. Was hab ich? Ob der Auro sich schon das Waffenteil geholt hat hier oben? Ja, ja, hier in dem Bezug habe ich alles. Ach, da oben! Außerhalb. Ja, warte mal, das muss ich noch holen. Wo ist... Hä? Komm, Benni. Steig ein. Die Rebellenmission. Wer, ich oder Muten? Oder wie, was ich weiß nicht, wer sollte denn eigentlich sprechen? Oder sollen wir alle vier da zu dem Waffenteil hin? Ja, ich muss zu dem Waffenteil, weil ich hab das noch nicht. Ja, was denn jetzt? Welches Auto? Pika, wir fahren dann zu dritt runter. Okay. Alter, viermal Zoom für den Sniper ist scheiße. Der ist nicht schlecht, aber... Sniperbaum, ja. La Cucaracha, la Cucaracha. Ach du Scheiße, was ist das denn? Es sind Gegner in der Nähe. Ja.
Das weiß ich. Kann man nicht, Runa? Doch. Ich sehe einen Narko auf dem Balkon. Oh, Narko? Narko müssen wir verhören, oder? Wartet, Waffenkiste entdeckt. Okay. Nett. Okay, kein Zielfernrohr. Leider nicht für Sturmgewehr. Was machen wir hier? Carita? Was? Assistenten und entdeckt zu werden. Oh, das ist lustig. Oma? Die ja, weil da war, glaube ich, war bei der auch ein Ohren oder beim anderen? Da oben, ja, nee, da liegt ja auch ein Waffenteil. Ich wollte gerade sagen, wenn wir da hochfahren, ne, da kommen wir doch an zwei Waffenteile, kommen wir vorbei. Waffenkisten. Ein ist kurzer Lauf. What the fuck? Ups. Eine ist eine Waffe. Ja, das erste ist ein Bonusorden, wo wir vorbeifahren. Dann kommt eine Waffenkiste, dann kommt noch eine Waffenkiste, dann kommt noch ein Orden und dann kommt das Ziel. Die Fahrt dauert jetzt erstmal. Aber wir können hier diese Nebenmission machen, Alter. Dann können wir Unterstützung anfordern. Die hier? Das ist eine Story-Mission. Pfeile sind Story-Missionen. Achso, ich dachte, er wollte die jetzt hier noch weg. Ey, du Arschlack. Ach, die? Oh, okay. Okay, schwache Karre. Dann fahr ich hier hoch. Laufen kommen wir nicht, ne? Mal hier, Jungs, hoch, ey, was sind das für eine Scheiße? Ich glaube, wir dürfen keinen, ich glaube, wir müssen immer, wenn wir ein Auto fahren, Radio ausschalten. Ich würde sagen, wir steigen hier mal aus, ne? Oh, ist ja nicht mehr so weit. Weil wenn ich, wenn wir nämlich Radio im Auto anhalten, kriege ich nämlich, wenn ich hier die Videos hochlade, immer so diese urheberrechtsgeschützten, von wegen GEMA und so. Findest du da, sind sie so? Sind No-Name-Glieder. Nee, ich krieg hier E-Mails von YouTube von wegen Urheberrecht geschützt. Das ist ja von Ubisoft, die gehört ja Ubisoft, Lieder, haben die ja die Lizenzen, deswegen. What the fuck? Ach, da ist einer! Der GEMA sollte man mal. Diese Stelle muss er leider jetzt hingehen. Hä? Wo ist der? Ich sehe die anderen nicht. Ist denn der eine? Ihr Leutnant versucht zu fliehen. Komm mal hinterher. Frage, wie hat der mich denn jetzt gesehen, der eine? Ich war doch volle Kanne hinter der Mauer.
Scheiße. Ziel eliminiert. Was war das für ein Kommandant, den man hinterherlaufen musste? Ich will, dass es sich umspricht. Es sind neue Sicarios in der Stadt. Und jeder, der zu Santa Blanca hält, kann sich zu den Toten zählen. Sag allen, sie werden uns erst sehen, wenn es zu spät ist. Ach, hab dann bekommen. Tschüss zu deinem Ruf, harter Mann. Warte mal, wie kann man denn, Seltener Erfolg freigeschaltet. Geil. Die haben jede Art von dem Einsatz gespielt. 7,62% haben den gerade mal. Wie kann man denn den Schalldämpfer dran machen? Echter Rebell, sie haben alle Rebellenfertigkeiten freigeschaltet. Oh, zwei Einmal Seltener ziehen Erfolge. Und steuer kurz nach oben. Ah, okay. Ja, nice, der hat keinen Schalldämpfer. Jetzt weiß ich auch, warum ich aufgeflogen bin. Warte mal. Was spielst du denn? Ja, ich habe die Sein AK-47, die Boss-Dings, habe ich ausgerüstet. Die, bei denen kannst du keine Schalldämpfer draufpacken. Ja, sichere Sache, deswegen, nehme ich meine normale. Wieder. Haben wir es geschafft? Ja. Sehr nice. Sauber. Ah, wo ist das Kabel? Ich muss Controller dran anstecken. Das ist ja die Musik, die überläuft. So. Ah, Nachschub. Mit dem Nachschub können wir uns Wohlwollen von den Rebellen erkaufen. Dip, 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 dip. Mach mal Radio aus. Erdo? Warte mal. Ach so. Dum 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 dum. Sollen wir die Story-Mission, die hier vorne ist, direkt mitmachen? Ja, können wir machen. Das sind ja, wir müssen ja immer 6 Stück machen. Also 0 von 6 haben wir. Drück mal kurz den Steuerkreuz nach unten. Jo. Können wir machen. Also mir ist, ich sag mal so, mir ist das egal, was wir machen, weil also mir ist egal, welche Reihenfolge wir gehen. Wir können die Aufklärungsdaten, ein paar Aufklärungsdaten machen, dann eine Story-Mission. Casino? Casino schreibt man mit K? Dann bin ich die englische Fassung gewöhnt. Hey, Kartellschütze, dort am Chip. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ich rede, okay? Ganz ruhig. Hä? Der wollte doch reden. Warum hast denn du jetzt komplett kaputt gehauen? Ich hab den verhört und dann haut er den danach automatisch einen auf die Kopf. Ach so, der hat schon geredet, okay. Weil bei mir hat er gesagt, okay, ich rede. Tango am Boden. Okay. Oh, was liegt da? Ach, nur eine Waffe.
Oh, scheiße. Achtet auf eure Ziele. Es sind Zivilisten im Bereich. Ich dachte, ich bin im Haus drin. Wie so ein Doofen, Alter. Einer weniger. Ich hab ihn. Der hat mich fast erkannt. Aber ich sehe schon, die haben euch eh erkannt. Beim Nachladen jetzt gerade, ey. Ach fuck. Granate kommt. Komme mire da culeros. Jackpot. Bin ich? Das ist mein Zivilist, du Idiot. Was? Tango eliminiert. Ich habe einen Zivilist getroffen, der da... Obwohl da oben einer stand... Nee, scheißegal. Wow. Hier geht ja richtig ab da, ey. Alter, der war hier unten. Tango ist tot. Ey, nice, lass uns das ganze Geld hier nehmen. Wir fliegen jetzt die ganzen Chips rum. Ist da nur einer? Alter, ich bin leer geschossen. Hier ist doch irgendwo eine Munitionskiste am Start. Die VIPs sind geflohen. Das Gebäude liegt in Trümmern. Hier beim. Nice. Komm zu mir hier oben. Hier ist eine Waffenkiste. Kannst du dir die Aufrüstung holen? Oh, hier draußen ist auch noch irgendwo eine. Okay. Stufe 8. So, mal gucken. Jetzt kann ich mir wieder. Aufrüsten hier, ne? Er nimmt sich direkt den Sportwagen, Alter. Yeah, oh, oh, oh. Oh. Oh, hier den Mustang. Alter! Hat der mich erstmal voll weggefegt, ey. Sehr gut. Komm, du hast keinen Spielplatz. Achtung! Alter! Okay, wohin? Lass mal hier hin, hier drüber fahren, weil hier ist einmal ein Fertigkeitspunkt und einmal eine Waffenkiste. Können wir direkt beide holen. Auf die Gringos. Jo. Besser. Gegner? Oh, scheiße. Ja. Der rast hier mitten in der Basis rein. Warum auch nicht? Ist kein Thema. Was ich jetzt. Oh, ich muss schnell davon aufmachen. Nimm mal die Drohne, mal gucken, wo die alle sind hier. Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Stört. Ja, scheiße. Gestört ist hier der Sender in der Mitte. Hier ist alles gestört. Sie den zerstören, Alter.
Oh, scheiße, scheiße. Oh, komm von hinten. Oben ist ein Scharfschütze. Hab ihn. Mörser. Wow. Scheiße. Ich hab was deaktiviert. Seid ihr beiden auch weg, oder was? Jo. Ich bin tot. Super. Da einer kommt.